Und herzlich willkommen zurück hier bei GTA 5 und wir sind wieder mit Michael unterwegs und wir haben tatsächlich geschafft, nein, nicht so, alle drei, yep. Wir haben alle drei Spieler, können wir überhaupt Charaktere wechseln? Wir können wechseln, das mal ist können, sicher? Könnten wir, ja, nee, doch, wechseln wir? Ah ja, okay. Wir können wechseln. Ja, sah nicht wahrscheinlich hockt aus. Jetzt der Trevor. Ist schon relativ weit gekommen, muss ich sagen. Ist er noch, die Frage ist er noch im Lastwagen? Tatsächlich, er ja. Ist noch im Lastwagen. I'm back, motherfucker. Ja. Dann soll er da weiter fluchen und rumfahren. Bin wieder da, du Wichser, nochmal. Ja, genau. großartig. Awesome. Ja, ja. Hipster. Bam! Hat's verdient, the sorry. The power of bitch slap. So, nein, zu lahm. Mm-mm. Nein. Obwohl, der war relativ schnell in der letzten Folge. Ja, das stimmt. Hast du eigentlich schon die Kohle bekommen fürs Dings? Ich weiß gar nicht. Noch nicht, ne? Für den Überfall. Ich glaube auch noch nicht. I like to order a cab, please. Not a problem. A driver's on the way. Thanks. Dankeschön. Dankeschön. So, Taxi. Ah, schon da. Wo? Ich hab Hupen gehört. Ja, ich höre auch die ganze Zeit. Ja, Hupen. Ja, aber wenn ich er da auch ist. Ich höre tote Menschen. Ah, da. Der hupt ja immer, wenn er. Ja, anhält. Ja, schon klar. Was mich eigentlich aufregt, oder was ich mich schon immer gefragt habe, hat diese Taxigesellschaft ein Klo. Eine Klonarmee. Weil es immer der gleiche ist. Ja. Okay. Naja, nicht jetzt, Lester, nachher. Also. Nicht jetzt. Nimm ihn doch ab, es scheint dringend zu sein. Jetzt kann ich. Jetzt. Aha, ja, okay, wir haben fahren, ja. Ja, was ist denn, Lester? Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store. Take jetzt. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. Eine Million, holy moly. Schon eine Million, holy shit. Oh ja, krass. Let's make money, bitches. So, bitches. Allererstes, was wir jetzt gerade noch machen, da gibt es das schöne Internet und ich sag dir, worein du investieren musst, weil dann mache ich nämlich nächste Woche, in der nächsten Folge, mache ich dann was für dich. Okay, gut, wir investieren in Aktien. Wir haben das ja schon mitbekommen. Weil, wir haben, eigentlich gibt es einen relativ guten Grund. Wenn man stirbt, zieht es einem ja prozentual Kohle ab. Also je mehr Geld man hat, desto mehr verliert man. Deswegen investieren wir jetzt relativ viel in verschiedene Aktien. Aber in verschiedene. In verschiedene. Wir müssen ein großes Portfolio aufbauen. Yes, also okay. Sag mir, welche mal. Kauf auf jeden Fall mal Ron Gas. Das ist in, Ron Gas. Oh, nee, das ist im anderen. Es gibt ja zwei. Stimmt, also machen wir mal. Ich kaufe ja mal hier. Weißt du, auf was man sich achten muss beim Aktienkaufen? Hast du da eine Ahnung davon? Ja. Nicht wirklich. Es gibt stabile und unstabile halt. Dann nehmen wir mal. Kauf Air Emu. Kauf Air Emu, die sehen nicht schlecht aus. Was, wie, wo? Air Emu. Air Emu? Was ist das unterste. Kauf mal die Hälfte davon. Diese Firma gehört mir! Nein, ich meine die Hälfte von dem Geld da rein investieren. Ja, klar. So. Mehr. Mhm. Und mehr. Mehr! More! Stopp! Jetzt bist du schon bei einer Million. Oh, das ging jetzt aber am Schluss schnell. Ja. Ja, mach's mal so. Noch bestätigen. Aktien voll viele, hardcore. Okay, so. Und dann. Ja, muss nochmal zurück. Jetzt gehen wir auf Bavzak. Bavzak. Wo ist das? Beim Tab LNC. Hoch. Nee, da, das ist noch nicht offen. Doch? Nee. Doch, geh mal drauf. Ist noch geschlossen. Ich dachte, es wäre geschlossen. Nee. Ah, jetzt ist offen. Und jetzt kauf hier von, Ron. Runter? Nee, nicht Ron. Hab mich umentschieden. Kauf von
Ja. Wo hab ich's? LTD Oil. Okay. Die sehen aber im Moment noch schlechter aus, hä? Ja, ja, die werden steigen. Vertrau mir. Okay, dann investiere ich hier drin 300.000. Oder 400. Nee, 300. Ja, dann zieht sie aber immer noch relativ viel Geld ab, ne? Ja, aber wir brauchen die Kohle. Okay. Für meine Vorhaben. So. Ja, 100. 100.000 ja, auf der Seite ist immer besser, gut. Ja. Besser nur 5.000 Abzug als 100.000. Ja, 50.000, ja. Hast du voll recht. So, und jetzt überspringen wir das und gehen direkt zum Observatorium. Auf jeden. Und da, von da an hast du nicht mehr weiter. Nee, da bin ich jetzt auch. Blind. Ja. 61 Dollar. Mein Gott, bist du ein teurer. Das war echt teuer. Nein, tu's nicht. Tu's nicht. Martin! Nimm es mal raus, du kannst ja weiterlaufen. Stimmt, Moment. Habe deine Zahlung endlich erhalten. Das Haus wird schon bald wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Es gefällt mir, dass du zu deinem Wort stehst. Martin also, Matratze. Martin Matratze ist auch glücklich mit uns. Du hast noch ganz viele E-Mails erhalten. Ja, das spielt jetzt keine Rolle. Ich frage mich, ob wir später für ihn auch arbeiten werden. Ja. Könnte ich mir ja noch gut vorstellen. Ja, oder dass er halt weiter weiter uns abziehen will. Ja. Nee, ich glaube nicht. Weil wir haben uns ans Wort gehalten und... Hey, ich glaube, du musst oben durch. Ja. You sure? Ja. Ich wäre nicht so sicher. Weil hier ist ein Weg. Der zu einer toten Türe läuft. Ich sehe tote Türen. Ja, tote Türen. Ja, ich gehe jetzt oben rum, wie du gesagt hast. Im Zickzack. Im Zickzack, ja, wollte ich auch gerade erwähnen. Komm schon. Davy. Der ist wütend. As good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davey, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. But we haven't really talked about anything either. But if, no, when... He starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, and we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. Oh, scheiße. What do you need? This guy. Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. How the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Was? Okay. Oh man. I just kinda liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Okay. Oh, scheiße. Interessant. Ja. Jetzt werden wir eingeliefert. Ins Leichenhaus. Oh, that's pretty hard. Ziemlich heftig. Herzinfarkt. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. Probably about to find one in his gut.
still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillaries around? Ah! Oh, Jesus! God! Back from the dead, motherfucker! Okay. Halbnackt. Na, im Leichenschauhaus, super, ja. Come out! Hands in the air! Come on. Ja, was hat er da für einen Müllsack genommen? Might be in the other room. Keine Ahnung. Oder vielleicht hat er was da entsorgt? Aber vielleicht. Kleidung. Okay. Give it up! Das kannst du ihn von hinten erledigen. Come on. Versuch dich zu schleichen die ganze Zeit. Das wäre nicht schlecht. That don't look right. Das sieht nicht gut aus. Gut, weiter. Hier. Yes, you can't judge a corpse by its toe tag. Hey Dave. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. Dazu? But you'll have to get up. Hey, stop. Put your hands on your head. Du kannst. Ups. What the fuck? Ich hatte nicht mal die Zeit zu reagieren, weil er am scheiß Handy war. Ja, wieso rennst du auch mit dem Handy voll nach vorne? Ich war nicht am Rennen, ich bin nach vorne geschlichen und dann kommt der Typ plötzlich. Ah. So geht's natürlich auch. Der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Ups. Komm schon! Komm schon, ich warte. Oh, böse. Oh, fuck! Alter Schwede! Krass. Keine Zeit zum Reagieren, ist krass. Ja. Übel. Ja, du darfst nicht nach vorne rushen. Ja, definitiv. Ich muss hinten bleiben. Hey, stop. Nein! Sobald es an dir vorbei ist, ist es ja, auch... Oh, das war jetzt hart. Ist es auch vorbei. Okay, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Der lebt noch. Immer zwei Schüsse. Ups. 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 Niemand braucht das Licht. So. Mist. Okay. Bam. Bam. Oh shit. Links, 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 links. Wie viele Schüsse braucht der noch? Ja. It's all a big misunderstanding. Der lebt noch. Der lebt. Mist. You're mine. Nur. Oh. This the way out? Go to hell. Oh, der hat eine MP. Hm. Oh nice. Und einer liebt hier noch. Und meiner Meinung nach. No, der lebt noch. Schön, schön, dass ja. Er alles daneben geht. Ja. Sehr schön. Kommt vom automatisch Zielen. Ja. Guess, wir müssen nicht hoch. Links oder? Hoch. Hier. Sind in einem schwarzen Müllsack im Beweismittelraum im oberen Stock sind deine Waffen. Wenn du jetzt rechts gehst, dann sind deine Dings da. Ah, rechts? Ja. Wo hast du denn das gesehen? Das der grüne Punkt. Der lebt noch. Der grüne Punkt ist es. Dadurch? Ah, nee, ist ein Stockwerk weiter oben. Dämpfer, in diesem Fall hast du diese Mission auch noch gemacht? Nein, ich sehe den grünen Punkt. Aha. Und das werden wohl die Dings sein. Ah, hier geht's hoch. Weil du musstest auch vorhin, war auch der grüne Punkt das Mission-Ding. Ah. Das ist einfach so... Puh, shit, der lebt noch. Der lebt immer noch.
Jetzt ja, eben, ja. Ausgeblutet. Innerhalb von Sekunden. Sehr schnell. Dum, 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 dum. Oh, oh yes, auf. Hier kommt jetzt die Action. Mist, wir sind bereit. Ah! Ich will meine Waffen. Da, da, oh, eine Weste. Da ist eine. Genau, sich. Ja, siehst du. Ich hatte doch recht. Alter! Nichts. Oh, böse. Yes. Guter Headshot. Yes. Ist schon hier entlang? Weiß ich nicht. Da rechts liegt noch ein Health Pack. Ah ja, hier entlang. Ah, schieße das Fenster raus und entkomme. Oh, das wird lustig. Oh, yes. Ah. Gut. Au! Das tut weh im Kreuz. Und die Einschusslöcher in den Arm. Ja. Which one? Schneller! Ah, stirbt! So. So, die Frage ist, wodurch? Also du hast keinen hinter dir. Ich würde jetzt links gehen. Oder auch nicht. Ja, da kommt der einer entgegen. Ich weiß, es ist schon zu spät, um zu, ja, um gut, zu drehen. Okay, wieso? Ja. Ja, fährst mal ein bisschen Geisterfahrer. Okay, dann drehen wir den Spieß mal. Wir richten uns nach der Polizei. Ja. Am liebsten. Ich hätte da einen Trick, aber den können wir jetzt nicht anwenden. Was denn? Ja, siehst du die Bahn hier? Ja. Da drauf, oder was? Ja. Ja, das geht aber schwer. Das geht jetzt nicht. Okay, jetzt musst du... Ich bin sie am Verlieren. Runter. Geh runter, da ist gerade ein Paint Spray. Oder, ja, Paint Spray gibt's nicht mehr. Sind wir hier gut? Nein, ja, jetzt haben doch, sie doch. Mich gesehen. Ah, ne? Fuck. Ja, dann kannst du nicht rein. Ah, vielleicht doch. Ah, yes. Go. Geil, dann haben wir sie voll schnell ich verloren. Ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, wir können... Nee, das ist sie nicht. Ah, doch. Ah, so. Gedacht, sie war... Yes! Ja! Einfach komm. Lack, Lack an und Lack drauf. Müssen wir? Ja. Nein. Lackierung weiter oben, ja. Matt, schwarz. Yes! Begib dich zu den Ölbohrturmen. Geilo! Franklin. Franklin. Hey, Mike! F! Hey, we need to talk. Quick, meet me at those oil derricks just outside town, Alboro Heights. And make sure you're not tail. Man, that don't sound too good, homie. Mm-hmm. Look, I'm on my way. Oh yeah! Das hört sich echt nicht gut an. Wieso will er jetzt ein Meeting mit Franklin? Oh, Dave. What, you don't see me driving? Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Ich verstehe nicht ganz. Was ist IAA? CIA soll das ja, sein? Ja, das ist die CIA. Agency. Ja, okay. Und The Bureau ist FIB. Ja, klar. Das sind ja voll die Gegner eigentlich. Voll dumm. So dämlich. Ja, aber auch in echt. Also FBI und CIA. Hey, ja, aber ich... You gotta get out of town. Huh? Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? You remember, I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did?
Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit. Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. This? Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I claim to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood in, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. Okay. Whoa. So, ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Episode hier bei GTA 5. Bis dann. Ciao.